das, was ihr am meisten wissen wolltet, wann wird Hair & Skin Augenbrauentransplantation anbieten? Jetzt ist es nun soweit. Und heute werden wir über das Thema sprechen. Ich werde mit euch ein paar Dinge diesbezüglich angehen. Ich bin der Omar, ich bin einer der Co-Founder von Hair & Skin und auch der Medical Advisor. Und jetzt legen wir los. Die Frage kam, ob der Eingriff schmerzhaft ist, also bei einer Augenbrauentransplantation. Naja, wer schön sein will, muss leiden. Es gibt natürlich leider nichts, was uns schöner macht, aber was überhaupt nicht wehtut. Allerdings sind die Schmerzen aushaltbar. Also ich würde sagen, Schmerzskala von 1 bis 3. Warum bis 3 und nicht bis 8 oder 9? Das Einzige, was euch wehtut, ist die Lokalanästhesie. Und die Lokalanästhesie ist ein kleiner Stich. Da wird eben die lokale Betäubung, vielleicht wart ihr schon mal beim Zahnarzt oder ihr habt einen anderen kleinen Eingriff gehabt. Es ist wirklich ein kleiner Stich. Es fühlt sich ein bisschen schwer an und das war's. Den Rest vom Eingriff werdet ihr nicht merken, weil die Region dann komplett betäubt ist und somit dann der Eingriff schmerzarm abläuft. Das war unser Video zum Thema Augenbrauentransplantation. Es ist ein Thema, was viele jetzt eigentlich beschäftigt. Es ist ein neues Thema. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen dazu euch beantworten. Ihr könnt uns im Feed Fragen natürlich einen Kommentar hinterlassen. Aber selbstverständlich freuen wir uns auf euer Beratungsgespräch. Da können unsere Ärzte nochmal drauf eingehen.